So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem 5-Minuten-Update. So, erstmal fix meine Jacke ausziehen. Und da bin ich auch. Herzlich willkommen zu diesem 5-Minuten-Update. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem monatlichen Format rund um den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. So, ja, ich bin so ein bisschen rot geworden, nicht wundern. Ich war im Solarium und muss man ja ein bisschen was machen für sich, ne? So ein bisschen für seine eigene, Gesundheit. Solarium ist ja nicht so gesundheitsfördernd, aber für sein eigenes Wohlbefinden, Vitamin D und so weiter und so fort. Ihr wisst, Corona steht vor der Tür oder ist noch immer da und das Ganze ist ja nicht so schön, ne? Ich denke, viele werden wahrscheinlich kotzen, ne? Oder haben auch keinen Bock mehr auf den Scheiß. So, aber das ist ein ganz anderes Thema. 5-Minuten-Update. Guckt euch das Video bitte bis zum Ende an, denn es gibt heute eine Menge zu gewinnen, also wirklich ganz, ganz viel. Und wir müssen noch ganz viele Sachen auflösen und so weiter und so fort. Und ich habe auch ganz viele Fragen an euch. Also schaut euch das Update bitte bis zum Ende an. So, ich habe hier ein Amazon-Paket, habt ihr gerade gesehen. Und da drinnen verbirgt sich was. Achso. Erstmal Licht anmachen. Da drinnen verbirgt sich was Besonderes. Kaffeenachschub. Es gibt nämlich einmal im Monat gibt es eine Tasse bei mir zu gewinnen. Und wie ihr wisst, trinke ich immer ganz, ganz gerne Kaffee hier mit Steffi und habe mir so einen kleinen Nachschub bestellt von 5 Cappuccino Jacobs Classico. Das mag sie nämlich am liebsten, die Dame. Und das habe ich mir nachbestellt. Und jetzt kommen wir auch gleich zum Thema. Es gibt immer ganz, ganz viele Zuschauer von euch, die mich anschreiben, die mit mir bauen wollen, die mit mir ein Bier trinken gehen wollen, die mich fragen, was kannst du hier gebrauchen auf deinem YouTube-Kanal, ob die mir irgendwas zukommen lassen können. Und jetzt ist es so, ich habe mich immer lange davor gesträubt oder gewehrt, erzähle ich euch gleich. Mit. Jetzt sind wir nämlich hier bei mir im Aufenthaltsraum, sage ich immer so schön. Machen wir uns mal fix einen Kaffee. Also ich kann irgendwie die Maschine nicht bedienen. Naja, auf jeden Fall haben wir kein Wasser mehr. Jetzt geht es endlich, Kaffee läuft. Ich habe mich nämlich lange davor gesträubt. Wie gesagt, es wollen uns viele was Gutes tun und es gibt so eine Amazon-Wunschliste. Und ich war am Anfang dagegen, weil ich... Sieht so ein Kaffee aus? Steffi, ich brauch dich. Und, Sag mal! Naja, ich habe mich anfangs dagegen immer gesträubt und gewehrt, dass ich keine Amazon-Wunschliste erstellen möchte, weil ich bin es einfach nicht so gewohnt, was geschenkt zu bekommen oder ich nehme es halt auch ganz gerne und ungerne an. Ich habe mich aber jetzt dafür entschieden, weil es euch ja eine kleine Freude bereitet und somit mir auch, dass ich einfach so eine Amazon-Wunschliste wieder einführe. Was heißt wieder? Ich hatte die anfangs mal gehabt, aber dann dachte ich mir so, das ist total doof. Und jetzt gibt es die wieder mittlerweile. Keine Angst, da sind jetzt keine Luxusgüter drin. Das sind einfach so, weiß ich was, Schrauben, Süßigkeiten. Guckt mal rein, ich werde euch die unten in der Videobeschreibung verlinken. Eigentlich gibt es gar nicht mehr so viel zu erzählen heute, aber ich werde viel Kram loswerden. Ne? Übrigens, die Tasse hier könnt ihr gewinnen. Einfach einen Kommentar schreiben, Hashtag Tasse. Den Gewinner vom letzten Update blende ich mal hier ein. Schreib du mir bitte eine Nachricht. Unten findest du eine E-Mail-Adresse verlinkt. Und dort teil mir bitte deine deutsche Lieferanschrift mit, sowie die Farbe der Tasse. So, ja, ich habe ja gerade eben erwähnt gehabt, dass es ganz, ganz viel zu gewinnen gibt, beziehungsweise wir müssen erstmal was auflösen. Im letzten Update habe ich euch erzählt, dass ich 3 Dosen in Zusammenarbeit mit Psychos verlosen möchte. Heimer Hartwachsöl. Und die Gewinner blende ich jetzt nach und nach ein hier. Wenn ihr Bock habt, folgt Psychos auf Instagram, die würden sich da riesig, riesig drüber freuen. Oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Dort findet ihr im Übrigen alle Produkte, die ihr zum Ölen oder Holzbearbeitung benötigt. Ich bin, wir sind mittlerweile, arbeite ich mit Psychos circa 1,5 Jahre zusammen und verwende nur dieses Öl. Bin damit sehr, sehr zufrieden, kann ich euch sagen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass es Unterschiede gibt in Öl. Also ich habe mal günstiges Öl gehabt,
No-Name-Produkt und einmal mittelmäßiges Öl und einmal hochwertiges Öl. Also Zykus gehört wirklich zum Premium-Hersteller, oder das ist ein Premium-Hersteller. Und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Öl und ihr werdet es auch merken in der Verarbeitung. Herzlichen Glückwunsch an den drei Gewinnern. Und wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder lasst mir ein Foto da. Zeigt mir, was ihr geölt habt. Würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Ich hatte letzten Monat ein schönes Video veröffentlicht gehabt, wie ihr Click-Vinyl verlegen könnt. Eigentlich jetzt für die Jahreszeit angemessen. Ne? Wir sind zu Hause, wir haben Zeit, wir können bauen und basteln. Click-Vinyl ist eine richtig, richtig tolle Sache. Und wie ihr wisst, war das ja in Zusammenarbeit mit der Firma Wolfcraft. Und da habe ich was ganz Tolles für euch. Einen Moment. So, ich habe nämlich hier... wartet mal. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, beziehungsweise das Video werde ich dem hier oben verlinken. Ich habe dort, also das könnt ihr aktuell auch noch nicht kaufen im Online-Handel. Also ich glaube, die einzelnen Produkte ja, aber ihr bekommt diese Sets nicht. Ihr bekommt die nur im Baumarkt. Das wird sich aber wahrscheinlich wohl demnächst nochmal ändern. Ich habe für dieses Video unterschiedliche Tools verwendet, richtig tolle Sachen und die möchte ich einfach an euch verlosen. Machen wir das mal ganz schnell. Und zwar ein Laminat-Design-Boden-Verlegeset, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist eigentlich alles dabei, was ihr braucht. Ein Schlageisen, ein Schlagklotz, Keile und ihr könnt quasi schon loslegen mit dem Laminat verlegen. Wenn du das haben möchtest, beziehungsweise eins dieser Sets, dann mach einfach Hashtag Wolfcraft und sag mir, was du demnächst vorhast, wo du Laminat verlegen willst, warum du gerade das Set haben möchtest. So, dann das nächste Set ist ein Laminat-Design-Boden-Anpass-Set. Auch richtig, richtig toll. Da ist der Anschlagwinkel mit dabei. Ein Tool, womit du die Paneele auf Breite sehen kannst, beziehungsweise anzeichnen kannst. Und eine Konturenlehre. Damit kannst du beispielsweise die Maße von Heizungsrohren nehmen oder von einer Zarge und so weiter und so fort. Zeige ich dir auch im Video. Richtig, richtig tolles Tool. Ist auch ein tolles Set. Als nächstes, was persönlich mein Lieblings- und mein Favorit ist, und das ist das Sockelleisten-Anbringen-Set. Dieses Tool, diese Lade, die ist richtig, richtig gut. Ihr braucht quasi, wenn ihr Sockelleisten verlegen wollt, gar nicht mehr diese Kunststoffecken. Ihr passt euch diese Lade in der Ecke direkt an, schraubt das Ganze fest, fixiert das, dann habt ihr eine Feinsäge, damit könnt ihr das Ganze auf Stoß zusägen und nochmal eine Silikon-Kartuschenpresse, die übrigens auch richtig, richtig cool ist, die müsst ihr nicht mehr entladen. Das heißt, wenn ihr Silikon drin habt und ihr drückt und drückt, dann kennt ihr ja von alten Kartuschen, dann müsst ihr hinten drehen, damit das Silikon nicht vorne rausquält und das müsst ihr dann nicht mehr. Also wirklich, das ist mein Lieblingsset. Kann ich jedem wirklich empfehlen. Könnt ihr auch alles einzeln unten erwerben. Ich werde euch mal unten alles wieder verlinken. Und darüber gibt es auch ein extra Video, wie ich diese Lade oder Leere verwende. Und zum Schluss habe ich einen Laminatschneider von Wolfcraft VLC 800. Damit könnt ihr Laminat und Vinyl schneiden. Ein richtig, richtig tolles Tool, ganz einfach zu bedienen. Ihr könnt auch Längsschnitte machen und auch Ausschnitte. Ja, diese vier Produkte möchte ich an euch verlosen. Ich wünsche euch viel Glück und natürlich auch viel Spaß dabei. So, das haben wir schon mal geklärt. Jetzt habe ich hier, ihr seht, es sieht aus wie so ein Schweinestall. Ich habe hier wirklich 1000 Sachen liegen. Unter anderem habe ich jetzt von Besser eine kleine Ladung bekommen, von neuen Schraubzwingen oder Klemmzwingen. Schaue ich mir alles nochmal in Ruhe an. Dann habe ich was richtig, richtig Cooles entdeckt. Und zwar wisst ihr, Kamera ist scharf. Und zwar wisst ihr, ich habe ja letztens mit Steffi viel gedübelt. Oh nein, das geht gar nicht. Doch, das geht. Gibt ja. Stopp. Alles klar. Nageln tun wir jetzt nicht mehr. Es wird nur noch gedübelt. Und zwar Rigipsdübel haben wir an die Wand gebracht. Ganz, ganz viele. Und was mich immer geärgert hat, ist bei den riesigen Rigipsdübel, dass die aus Kunststoff ganz schnell brechen. Wenn Steffi hier zuschaut, sage Grüß. Und zwar habe ich jetzt welche bestellt aus Aluminiumguss oder aus Guss. Und die sind viel, viel robuster, viel kräftiger ausgelegt. Und damit kannst du auch mal schnell einen Fernseher an die Wand bringen. Das geht bei Rigipsdübel übrigens auch. Oder auch mal irgendwie Weinkisten an die Wand bringen. Oder. Das wird nämlich eins unserer nächsten Projekte werden. Wir wollen nämlich Weinkisten an die Wand bringen und ein richtig, richtig tolles Regal bauen. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Und es hat mich eigentlich, ja, ein Abonnent hat mich auf diese Idee gebracht, weil ich letztens, ich hatte irgendwas gezeigt gehabt, ich weiß nicht mehr genau was, aber der hat mir das dann als Kommentar geschrieben. So, und jetzt möchte ich euch mal was zeigen, wovon ich früher als Teenager oder sagen wir mal in der Ausbildung immer von geträumt habe. Ja, ich habe davon immer geträumt und zwar eine kleine Geschichte. Ich habe ja den Beruf Tischler erlernt, was für eine Schande, und ich mache hier nur Fusch. Ich habe eigentlich als Geselle gearbeitet, ne? Dürfte euch nicht wundern. Und ich weiß noch damals, Juri hieß ein Klassenkamerad von mir und der hatte damals immer, wo wir Maschinenlehrgänge gemacht haben, da sind wir irgendwo hingefahren für ein, zwei Wochen und dann saßen wir Wochenende immer oder ja, je nachdem, ob jemand nach Hause gefahren ist oder nicht, oder abends dann im Zimmerchen. Oder wir haben uns mehr Hochbetten, ne? Kennt ihr wahrscheinlich so. Dann saßen wir da so, und manche haben gelernt und er hatte dann sein Schnitzwerkzeug rausgeholt und hat dann angefangen zu schnitzen. Und ich fand das natürlich toll und habe dann mitgemacht irgendwann oder gleich den ersten Abend so und habe mir natürlich auch voll in den Finger reingehauen, das Schnitzeisen. Und das hat mir echt Spaß gemacht und darauf bin ich dann vor 2 Wochen oder 3 Wochen bin ich darauf wieder gekommen. Ich weiß nicht warum und weshalb. Hab mir dann so ein Schnitzmesser-Set bestellt, so ein günstiges. Wollte wieder sparen. Und dann habe ich es wieder zurückgeschickt, weil es echt doof war. Für 15 Euro oder so. Ne? Und jetzt habe ich mir eins gekauft von Kirschen. Da habe ich auch meine Stecheisen von, also selber erworben. Und sehen schon richtig, richtig toll aus und ich möchte demnächst mal, es wird jetzt kein Projekt davon geben, ich möchte einfach wieder mich an alte Zeiten dran erinnern und einfach mal, oh, ist der scharf, möchte einfach mal wieder schnitzen, mir so ein Stück Holz nehmen. Ich hatte damals eine Schlange geschnitzt und so einen Knauf fürs Auto, so einen Schaltknauf, habe ich aber nie verwendet. Und ich möchte einfach wieder schnitzen und ich weiß nicht, hast du Tipps für mich? Einmal A, mit was soll ich anfangen? B, habe ich die richtige Wahl getroffen mit dem Werkzeug? Hast du das zu Hause auch? Oh Gott, ich denke schon. Das Set war hier nicht so günstig. Ne? Aber ich denke, mit den Stecheisen habe ich auch keinen Fehler gemacht. Die sind wirklich tadellos. Die kenne ich auch aus der Ausbildung. Und das habe ich mir jetzt gegönnt und bin gespannt drauf. Jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Ja, es sieht hier richtig, richtig übel aus. Oh, voller Werkzeug und ich habe auch keinen Platz mehr. Und ach, keine Ahnung, irgendwie ist die Werkstatt viel zu klein. Ich glaube, wird Zeit für einen Umzug, ne? So, diesen Raum hier. Hier wollte ich damals immer eine CNC-Fräse reinstellen. Mittlerweile ist das hier irgendwie mein Lager, wo ich alles lager. Von Werkzeug, von Maschinen, von Materialien und. Und was wollte ich euch zeigen? Genau, kommt mal mit. Ich hatte im letzten Update vergessen zu erwähnen, wer diesen Hobel bekommt. Das ist ein Abricht-Dickenhobel von Bosch SHO 1600. Ich habe ja einen neuen bekommen von der Firma, ich habe mir einen geholt von der Firma Metabo. Bin recht zufrieden damit. Gibt es auch noch ein, zwei Videos von. Das Video dazu werde ich dir mal hier oben verlinken. Und ich habe ja gesagt, wer möchte den haben? Und wer bietet das meiste Geld, beziehungsweise was wäre er dir wert? Und ich blende mir jetzt hier das Kommentar ein von den Herren. Ich hoffe, du schaust dir auch dieses Video an. Du bist ein treuer Abonnent von mir. Schreib mir bitte eine E-Mail, dann können wir in Kontakt treten. Und dann kannst du dir den Hobel, ich glaube, 350 Euro hast du gesagt, ne? Müssen wir mal gucken, können auch 300 machen. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, dafür auch um die 300 Euro mal bezahlt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, 280, 300. Und du kannst ihn gerne abholen. Lernst mich dann auch kennen, können dann vielleicht einen Kaffee trinken hier bei mir, ein bisschen schnacken und würde mich freuen, wenn du den Hobel abholst, weil ich brauche den jetzt nicht mehr. So, jetzt fällt mir gerade ein, wo wir gerade hier sind, es ist ja im November, ne? Eigentlich solltet ihr schon die Reifen oder Winterreifen drauf haben. Ich habe eine noch nicht drauf, weil ich gerade hier diesen Koffer sehe. Ich hatte im Frühling mit meinem Bruder zusammen, in Zusammenarbeit mit Bauforum 24 haben wir ein Video gedreht, wie man Reifen wechseln kann. Und da kam dieser Schlagschrauber hier zum Einsatz. Richtig cool. Video dazu werde ich dir mal hier oben verlinken. Und dazu habe ich auch was Passendes, was ich euch verlosen kann oder schenken kann. Und zwar habe ich für euch ein Scheinwerferaufbereitungsset. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Kunststoffscheinwerfer habt, ob die matt sind. Ich habe mal vor
ich glaube, 3 oder 4 Jahren hatte ich mit meinem Bruder zusammen, der hatte dann noch ein Opel Astra oder sowas gehabt. War das ein Opel? Ja, ich glaube. Und die Scheinwerfer waren ziemlich matt. Und jetzt passend, wenn ihr Reifen wechselt und es wird ja auch wieder dunkel und Herbst oder es ist mittlerweile schon dunkel, das Set funktioniert wirklich. Das Video dazu werde ich mal hier oben verlinken. Ist ein recht älteres oder altes Video. Das waren eigentlich meine YouTube-Anfänge. Also könnt ihr mal sehen, wie sich die Videos so verbessert haben. Aber das Ganze funktioniert wirklich. Liegt bei 15, 16 Euro. Ist viel, viel günstiger als neuer Scheinwerfer. Was kostet neuer Scheinwerfer? 200, 300 Euro, je nach Fabrikat. Und ich möchte da von euch 5 Stück verlosen. Was müsst ihr machen? Hashtag Presto und schreibt mir mal, welche Automarke du hast. Also was du für ein Auto hast und wo du das Ganze anwenden möchtest. Genau, ich denke, das ist passend zur Jahreszeit. Mhm. So, Jungs. Wer mir noch nicht auf Instagram oder Facebook folgt, also Instagram eher, der Link findest du unten in der Videobeschreibung oder einfach Mr. Handwerk eingeben. Und habe ich ja heute meine Kamerafrau gepostet. Ist immer ganz interessant, da bin ich eigentlich recht aktiv immer. Was ich euch sagen wollte, ist das Thema Intro. Es gab da ganz, ganz böse Kommentare, dass so eine, also was ich da gemacht habe und wo ist der Brennstempel, den wollen alle sehen wieder, den finden sie total toll und dieses Geknister. Ich verrate euch jetzt mal was. Damals, wo ich das Ganze geschnitten habe, war diese Tonspur, dieses Knister, das war gar nicht dieser Brennstempel. Das habe ich einfach aus dem Programm rausgenommen. Das heißt, es ist eigentlich krass, wie täuschend echt das Ganze ist. Ne? Ich werde aber diesen Brennstempel wieder reinfügen. Also ich habe was Neues gefilmt und so und das Ganze wird nochmal umgestaltet. Wenn das Intro dann fertig ist, werde ich euch das wieder zeigen. Ich denke, wir belassen das neue Intro. Ich finde, das ist frischer, peppiger und das alte hat leider ausgedient. Also ich bleibe jetzt dabei und verwende einfach das neue Intro. Ich denke, wird so halb so wild sein. Ne? Ja. Dann Thema Projekte. Ist es so, ich preise die ja jetzt nicht mehr an. Also früher habe ich das gemacht im 5-Minuten-Update. Hier spreche ich eigentlich immer nur Neuigkeiten rund um den Kanal an. Diesen Monat gibt es keine Neuigkeiten, einfach nur viel zu gewinnen, was ich jetzt hier so erzählt habe. Projektemäßig ist es so, es stehen diesen November, Dezember wirklich ganz, ganz viele Projekte an. Auch mit Steffi zusammen. Wir haben wirklich richtig, richtig viel zu tun. Und das ist auch der Grund, warum heute das Video so spät online geht. Eigentlich ist ja immer in der Regel um 19 Uhr. Ich hau's einfach mal raus jetzt. Badezimmerspiegel, Deckenbeleuchtung. Deckenbeleuchtung, ein richtig, richtig tolles Thema. Also 2 Projekte gibt es davon. Dann gibt es nochmal mit Steffi 1, 2 tolle Projekte. Nächstes Jahr ist ganz, ganz viel geplant. Von Gartenlounge, von Terrassengestaltung, von ein ganz langes Sideboard bauen, von Schränken bauen. Es kommen wieder ganz, ganz viele Möbelprojekte. Und es wird auch ordentlich und fleißig gehobelt, definitiv. Weil es macht richtig, richtig Bock, mit diesen Hobel zu hobeln. Kann ich nur jedem empfehlen. Video habe ich auch schon gesagt, findet ihr, wenn, verlinke ich es nochmal unten oder den Hobel findet ihr auch unten, ist wirklich ein richtig, richtig tolles Gerät. Ansonsten war es das soweit von diesem 5-Minuten-Update, was mal wieder länger gedauert hat. Was ich euch noch vielleicht ans Herz legen kann, ist Thema Corona, bitte, bitte, bitte setzt eine Maske auf, haltet euch wirklich an die Regeln. Es ist ja irgendwas da dran. Es ist ja jetzt nicht von der Regierung irgendwie erfunden oder so. Und ich denke, das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn wir es machen und es dann soweit ist, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Ne? Deswegen bitte haltet euch da dran. Versteckt euch jetzt nicht im Keller mit Freunden und fängt an, da Party zu machen. Ich weiß, es ist schwer. Ich selber habe damit auch zu kämpfen, sage ich euch ganz ehrlich. Es ist nicht einfach. Vor allem dieses Jahr war so scheiße, wenn ich das mal so sagen kann. Kein Urlaub, nicht wegfahren großartig, nichts. Ne? Und ich hoffe, dass das nächste Jahr viel, viel besser wird als dieses Jahr. Und damit es besser wird, sollten wir uns vielleicht alle daran irgendwie halten und unser Bestes geben. Warum sage ich das Ganze? Ich meine es wirklich ernst zu euch.
Und ich habe eine kleine Mini-Reichweite hier. Und egal, wo ich bin, ob ich in Leipzig bin, ob ich in Hannover bin, ob ich bei meinen Eltern bin, ob ich einkaufen bin im Baumarkt, die Leute halten gar keinen Abstand. Das ist irgendwie, wird das total vergessen. Die kommen einem ganz nah, so nah, wie es auch noch vor Corona irgendwie gefühlt, wo ich denke, bitte Abstand. Ne? Und man hat ja so einen gesunden Menschenabstand. Ne? Ich komme ja nicht so einen so nah und sage, hallo, ich will dich küssen. Oder ihr wisst, was ich meine. Ne? So, ansonsten würde ich sagen, auf den Monat November, ich hoffe, ja, dass das alles gut ausgeht für uns und dass wir im Dezember vielleicht wieder so fortfahren können wie im Oktober oder so, weiß ich nicht. Ne? So, bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Abend oder viel, viel Spaß und wie gesagt, alle fleißig kommentieren und wenn du den Kanal noch nicht hast, abonniert hast, dann bitte, bitte abonnieren. So ein YouTube-Kanal lebt davon, von den Abonnenten, muss ich euch nicht erzählen. Und wenn du irgendwie Anregungen hast rund um den Kanal, wenn du irgendwie ein Projekt hast, was du gerne sehen willst, hau einen Kommentar in die Kommentare rein. Und du kannst auch gerne mehrere Kommentare schreiben. Ne? Du kannst pro Gewinnspiel kannst du einen Kommentar schreiben. Ich werde am Ende mit einem Generator alles rausfischen. Und es kann natürlich auch durchaus mal sein, dass einer zwei Sachen gewinnt. Ne? Also es ist per Zufallsgenerator und so wie der Zufall es eben will. So. Ich würde sagen, bis nächste Woche, Freitag, 19 Uhr, euer Mr. Handwerk. Ciao. So. Schluss mit den Schauspielerei hier. Oh, jetzt wird gearbeitet.